Okay, meine Freunde, es geht weiter. Sie werden uns... Was steht da? Sie werden uns trainieren? Ach, keine Ahnung, was zum Geier? Herr Geschäftsführer, können wir diesen Kindern wirklich die Zukunft unseres Planeten überlassen? Ich meine, sie haben bereits gegen die Alice Academy verloren. Warum glauben Sie, dass Sie das nächste Mal besser machen? Müssen Sie so unhöflich sein? Bitchfight, wir werden gewinnen. Gegen Sie zu verlieren hat uns nur noch motiviert. Wir beruhigen, aber einige Spieler von euch sind verletzt, oder? Ja, einige unserer Spieler sind noch im Krankenhaus. Dann sehe ich keinen Grund, warum ihr jetzt schon in den Bus steigen solltet. Ich denke, eure erste Aufgabe ist es, genug Spieler für ein vollständiges Team zu finden. Mal überlegen, 11 Spieler in einem Team, 8 sind hier. Das bedeutet, wir brauchen 1, 2, 3 Spieler. Ich denke, wir müssen neue Spieler anwerben. Schaut dir unsere Schule doch auch mal an. Wo sollen wir 3 Fußballspieler finden? Auf der Straße? Im Puff? Ah, schauen Sie mich nicht so an. Hab ich was Falsches gesagt? Ihr seid nutzlos. Erst muss ich euch sagen, wo ihr hin müsst und nur das. Was? Wo ihr hin müsst und nur das, muss man euch bei allen an die Hand nehmen. Ach so. Sie waren das also? Sie haben mich angerufen, um mir zu sagen, wie man auf das Umbrella-Schulgelände kommt. Ich nehme an, Sie waren das auch, die meinen Vater angerufen hat, um mir über das nächste Ziel der Alice Academy zu informieren. Korrekt. Und nun informiere ich euch über Folgendes. Ihr müsst zurück zur Umbrella Junior High. Zurück zur Umbrella Junior High? Das Schulgelände ist zerstört, aber keiner der Schüler wurde während des Angriffs... Ach wirklich, hat man ja nicht gesehen. Wenn ihr also nach gesunden Spielern sucht, die einen Groll gegen Alice haben, erhegen, dann ist das genau der richtige Ort. Sie haben recht, die Schüler dort sind sicher ganz wild drauf. Es der Alias, den Aliens zu handeln. Außerdem sollten Bobby Scher und Eric Eagle bald von der Kirkwood zurück sein. Geht zum Bahnhof, vielleicht trifft ihr sie dort und könnt sie ins Team wiederholen. Sie wussten von Bobby und Eric? Selbstverständlich. Wenn ich eine Mannschaft trainiere, dann weiß ich auch über alles über sie. Und dann weiß ich alles über sie. So, Donnerwetter. Also gut, macht euch am besten gleich auf den Weg. Alice plant vielleicht schon den nächsten Schritt. Wir müssen bereit sein, wenn sie kommen. Dagegen lässt sich wohl nichts einwenden. Herrische Schnöpfe. Was glaubt sie, wer sie ist? Die ist älter als du, hab Respekt. Hör zu, Mark. Geht ihr erstmal vor. Ich muss Julia nochmal sehen, bevor ich irgendwo hingehe. Das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ihr sie in nächster Zeit sehen könnt. Ja, es ist sehr schade, dass du ausgerechnet jetzt gehen musst, da sie aufgewacht ist. Oh, ich bin sicher, sie wird das verstehen. Ich stoße später zu euch. Alles klar, wir sehen uns später. In Ordnung, Captain. Lass uns mit Bobby und Eric sprechen und in der Umbrella Junior High nach neuen Spielern suchen. Sobald unser Team vollständig ist, fahren wir los. Langsam sehe ich wieder ein Licht am Ende des Tunnels. Los geht's. Ja, yippie. Muss ich unbedingt zu dieser Scheißschule? Was für eine Frau ist Trainerin Lina, Vater? Na. Entschuldigung, ich will alles über sie wissen, wenn sie das Team übernehmen wird. Ehrlich gesagt weiß ich selbst nicht viel über sie. Sie spricht nicht viel über sich. Du weißt nichts über sie, aber du bist auch der Vorsitzende des Junior Highschool Fußballverbands. Können wir einen Unbekannten unserem Team anvertrauen? Sie macht das schon. Du musst dir ihretwegen keine Sorgen machen. Aber ich mache mir eher Sorgen um dich, Nelly. Du versuchst immer alles allein zu regeln. Und wenn du weitermachst, dann schadest du dir doch noch. Du musst lernen, loszulassen, wenn es zu viel wird. Wie wäre es, wenn sich deine Freunde zur Abwechslung mal um dich kümmern? Das geht nicht. Mich um die anderen zu kümmern, ist Teil meines Arbeit. Wer weiß, was Mark und die anderen anstellen würden, wenn man sie sich jetzt überließe.
Mark, ihr beide werdet auf dieser Reise eine Menge Zeit miteinander verbringen. Als sein Vater habe ich, was das betrifft, eher gemischte Gefühle, muss ich dir sagen. Vater, was willst du damit sagen? Oh, ich mache nur Spaß, Nelly. Pass einfach auf dich auf. In Ordnung? Und immer schön verhüten. Ich mache mir immer Sorgen um dich. Ich kann nichts dagegen tun. Ich weiß, vielen Dank, Vater. 5 Minuten Gelaber, geht doch. Bahnhof wurde zur Karte hinzugefügt. Finde mehr Spieler, noch 3. Was hat sie jetzt geschrieben im Blog? Eine Alien-Invasion, unglaublich, ich brauche Informationen. Hier in meinem Blog werde ich alles mögliche eintragen, also schau am besten regelmäßig rein. In solchen verrückten Zeiten ist ein verlässlicher Blog Gold wert. Auf geht's in die Inosmobos. Wir werden das beste Fußballteam des Landes. Aber für den Anfang brauchen wir 3 neue Spieler, um den Kader. Aufzufüllen. Okay. Was sagt ihr eigentlich noch? Ja, ist unser neuester Zuwachserbus. Ja, er kann nicht mitkommen. Sie labert sowieso wieder irgendeine Scheiße. Okay, ein neuer dabei, deswegen zeige ich euch das jetzt auch. Ich schieße einfach mal. Dun, 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 dun. Ich hab den. Weißt du was, ich gebe ihn jetzt mit einem Dragon Ball. Friss Scheiße, Mann. Vorwärts, Raimon! Hat schon lange genug gedauert. Okay. Ja, ja, irgendwas Neues zu erzählen. Boah, was für ein toller Bus. Ich wünschte, ich könnte auch mit da fahren. Okay. Kann ich eigentlich auch die Spieler wechseln für meinen Vierer hier? Er ist Level 6, 5. Ich will ein bisschen noch trainieren. Wieso ist der so stark? Achso, er ist 7. 7, 7, 6, 6, 6, 5, 6. Okay, geht ja. Kann man jetzt auch woanders hin oder? Ich schau mich erstmal hier um. Vielleicht finde ich ja auch irgendwas. Ja, hast du schon einmal gesagt, dass mit Klassenarbeit nur, dass es jetzt unangebracht ist. Man glaube ich, man kann nichts mehr. Ich habe schon auch alles ausgeräumt hier und deswegen glaube ich nicht, dass ich irgendwas hier finden werde. Oh, ganz neu. Die Bälleballerer. Visionsball. What the fuck? Es kann ja nicht sein, dass sie jetzt so stark sind. Ich hab den Ball, oder? Ja, okay. Kombischuss. So muss es sein. Ich glaube, ich muss richtig viel leveln, die sind alle zu stark. Tolles Tor!
hier mal deren Statistiken mal ansehen. Ist auch irgendwie wichtig. Er ist der Torhüter. Er ist Stürmer. Mittelfeld, Verteidigung, Stürmer. Wieso ist der Stürmer? Was kann der denn als Stürmer? Ausdauer ist so beschissen bei ihm. Ich glaube, den wechsle ich locker. Pechvogel. Die Mauer B. Ja, da B heißt ja für Blocken. Okay. Angola Junior High. Wir sollen ja dahin. Ich geh mal zum Flussufer, kann ich ja vielleicht jetzt gegen jemanden spielen. Kann ja sein. Einfach mal testen. Dun, 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 dun. Oh. Komm. Oder hier kommen keine Zufallskämpfe, das kann auch sein. Und hier, später ging. Ah, das ist der Bruder von Wallzeit. Du? Da oben ist jemand. Ach, und? Ach, die ist immer noch wegen diesen Kometen beängstigt. Okay. Wohngebiet brauche ich nicht, da gibt es sowieso nichts für mich. Ich geh mal zum Bahnhof. Ich konnte mir mal neue Sachen kaufen. Ist das nicht der beeindruckendste Bahnhof, den du je gesehen hast? Jetzt lass mich dich, jung Hüpfer, erzählen, was es hier gibt. Am Ende dieser Straße findest du den Bahnhofseingang. Dort gehen die Bürger Tokios hin, wenn sie verreisen möchten. Zu der linken ist der Jima. Und zu der rechten ist der Putik. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Kann ich auch da rein? Die Ausgleicher. Willst du mich verarschen? Was für Huch, Mann! Ach, komm, durchsetzen. Irgendwie musst du ja auch stark sein. Du bist ein nutzloser Charakter. Ein einfacher, nutzloser Charakter. Den fangst du jetzt. Kann man nur so nutzlos sein. Durchsetzen. Ich glaube, den wechsle ich gleich richtig raus. Schießen wir mal. Nochmal. Weil einfach hier. Oder ich versuche einfach mal. Aber ich glaube, er kriegt den. Ja, hab ich gesagt. Grätschen. Heben. Echt jetzt? Weiter so, Raimon! Naja, wenigstens habe ich ein Tor gemacht. Dann nennen die eigentlich neue Spezialattacken. Was sind diese Teamgeistpunkte eigentlich? Kann ich jetzt in diesen Markt rein oder nicht? Die Apotheke. Bazillen. Das kann, ja, irgendwas mit Krankheiten.
Und du? Hallo. Stimmt ja, die Apotheke gab es auch im letzten Spiel, bei Inazuma. Aber da konnte auch irgendwie mal nichts machen, keine Ahnung warum. Ja, genau in die Fresse genießt. Klar, danke. Hier ist nur eine Toilette. Dann arbeite. Bücherladen kann man bestimmt nicht rein. Da oben gab es, da oben gab es den Laden, wo man kaufen konnte. Die sind schon irgendwie cool. Ach, ich muss längst einen Cut machen. Okay, dieses Spiel zeige ich noch, weil da ein neuer Charakter ist. Lauf mal. Grätsch mal weg. Wenigstens kann er was. Oder warte. Ich mach mal heben. Ob ich wirklich ein Tor damit machen würde. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Weiter so, Raimon! Ach. Okay, wir sehen uns im nächsten Part.